Wunderschönen guten Abend. Ich möchte euch heute kurz zeigen, wie ich meinen Galvanic Spa verwende, weil immer ganz viele Fragen kommen: Was ist das? Wie funktioniert das? Was machst du da? Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Ich habe mein Gesicht vorab natürlich schon mit dem Lumispa gereinigt, mit der typgerechten Reinigung. Und danach gönne ich mir zweimal die Woche eine Anwendung mit dem Galvanic Spa. Das ist wirklich ein tolles Heim Spa-Gerät und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Als erstes, bevor ich gehe mit dem Hyaluronspray mein Gesicht ordentlich vor, weil es soll immer alles schön befeuchtet sein und genügend Produkt da sein, damit keine Reibung passiert. Dann macht man die Handfläche nass, die hinten auf dem Galvanic Spa oben ist, und man beginnt mit der ersten Ampulle. Das ist die Reinigungsampulle. Die habe ich gerade frisch aufgeschnitten, die verteile ich da oben auf der Fläche, auf der größeren. Ich nehme da circa die halbe Ampulle und dann verteile ich das Produkt auf dem Gesicht. Wie man sieht, funktioniert schon, er piepst schon. Und ich beginne immer da bei den Lymphen, einfach um die zu aktivieren, weil die Reinigungsampulle, die dient dazu, die Schlacke und Giftstoffe aus der Haut abzutransportieren. Und wenn man da die Lymphe ordentlich anregt, dann funktioniert das gleich viel besser. Ja, und dann arbeitet man mit diesem Galvanic mit der Stufe 1 eben diese erste Ampulle ein. Der piepst jetzt alle 10 Sekunden, einfach damit man weiß, dass er funktioniert, weil man spürt nicht wirklich was. Hin und wieder so ganz ein leichtes Kribbeln, aber mehr nicht. Und auf der Stirn mache ich auch immer gerne ein bisschen so Zickzack-Bewegungen. Die erste Ampulle, das sieht man da oben, die geht für 2 Minuten. Und ja, die arbeitet man einfach ordentlich ein. Das ist eben die Reinigungsampulle. Die ist mit beruhigenden Stoffen. Da ist Kamille, Brennnessel und Seetang drinnen. Und generell funktioniert es das so, dass die Ladung der Pflege, also des Inhalts der Ampulle und die Ladung des Programmes vom Galvanic Spa unterschiedlich gepolt sind, also Plus und Minus. Durch das stoßt sie das ab und so kann der Wirkstoff ganz tief in die Haut eingeschleust werden. Viel, viel tiefer, wie wenn man das händisch erledigt. Und ja, so funktioniert das. Und jetzt arbeitet man eben ordentlich diese Reinigungsampulle ein. Wie gesagt, ich reiche dann mit der halben fürs Gesicht. Die andere mache ich mir dann Feuerzeug wieder zu, die Ampulle, und nehme mich dann in 2 oder 3 Tagen wieder. Wenn ich jetzt den Hals- und Dekolleté-Bereich mitmache, dann verwende ich natürlich die ganze Ampulle. Das ist jedem selbst überlassen, wie man das machen möchte. Und ja, ich arbeite das jetzt einfach mal 2 Minuten ein. Ist schon passiert, ist schon genug eingearbeitet. Das überschüssige Produkt, was ein bisschen auf der Haut zurückbleibt, das hole ich einfach mit einem feuchten Mikrofasertuch herunter. Die Haut nimmt sich wirklich das, was sie braucht. Also das, die weiß schon, wie viel Produkt sie aufnehmen muss. Ich reinige auch die Flächen kurz ab. Und dann geht es direkt weiter mit der zweiten Ampulle. Das ist eben die Wirkstoffampulle. Da ist jetzt unser Anti-Aging-Wirkstoff drinnen, der wirklich in den Anti-Aging-Bereich geht. Age-Lock, Alter wegsperren. Ich habe da leider schon ein bisschen später mit gestartet. Aber wie es bei mir schon nötig gewesen wäre, habe ich das noch nicht gekannt. Ich trage wieder das Produkt auf und weiter geht's. Es ist ja so, dass ab dem 25. Lebensjahr die Kollagenproduktion schon abnimmt. Das heißt im Prinzip, leider weiß man das in den Alter nicht, oder jetzt wissen es zum Glück schon mehrere, sollte man damit beginnen, einfach dem Alterungsprozess ein bisschen entgegenzuwirken. Und ja, dann hätte man natürlich auch einen viel besseren Erfolg, wenn man dann einmal in meinem Alter ist. Ich forme da einmal richtig unter die Augenbraue, weil das besonders ein Bereich ist, der gerne ja, ein bisschen schlaff wird. Und dem kann man wirklich mit dem Galvanic super entgegenwirken. Eben jetzt haben wir die Wirkstoffampulle, die ist wirklich pflegend für die Haut. Da ist Magnesium drinnen. Und eben diese Anti-Aging-Bestandteile, da ist Arginin drinnen und Rosenöl, was wirklich die Haut jugendlich
und zart macht und die arbeitet man 3 Minuten ein. Man muss wirklich immer schauen, dass hinten die Hand auf der Fläche feucht ist, damit der funktioniert, aber das erkennt man eh, wenn er piepst. Und ja, auf der Stirn kann man ruhig wieder so Zickzack-Bewegungen machen, damit man noch besser das einarbeitet. Ich würde da auch gern, muss jetzt ganz leicht, ein bisschen rot dabei, weil einfach die Durchblutung extrem angeregt wird. Aber das macht gar nichts, also das ist ganz gut so. Da merkt man dann auch, dass sie wirklich was tut. Und wie gesagt, jetzt arbeite ich das 3 Minuten ein und dann hole ich wieder den Überschuss mit einem Mikrofasertuch herunter. So, jetzt habe ich mir den Überschuss runtergeholt und jetzt zeige ich euch gleich, wofür ich den Galvanic Spa noch verwende. Ich habe jetzt den Aufsatz gewechselt in einen kleineren und da nehme ich jetzt unseren Linienfüller dazu. Den gebe ich mir wirklich direkt in die Linien und Fältchen. Das wäre natürlich auch früher nicht so dramatisch gewesen, wie es jetzt schon ist. Auch da in die Nasolabialfalte. Ich tue es auch gerne da ein bisschen im Augenbereich, obwohl das ja mit der Augencreme und mit dem Augenaufsatz vom Lumispa ganz super zu behandeln ist, dieser Bereich. Aber wenn ich das mache mit dem Linienfüller, nehme ich das eigentlich immer nochmal mit. Doppelt hält besser, da die Sonne. Dann schaltet man da auf die Stufe 3 und dann beginnt man den Linienfüller einzuarbeiten. Es ist wieder das gleiche im Prinzip. Er piepst alle 10 Sekunden. Entschuldigung, die Stufe 3 ist da auf 5 Minuten eingestellt, aber im Prinzip mache ich das genau so lange, wie Produkt da ist. Und ja. Weil man sollte natürlich immer mit Produkt die Haut behandeln und nicht auf der trockenen Haut fahren. Das ist weder mit Lumispa noch mit Galvanic von Vorteil. In dem Linienfüller, da sind eben wirklich, das ist so der Zündschlüssel für die Kollagenproduktion. Also da sind Pro-Kollagen-Peptide drinnen, die die Kollagenproduktion wieder sehr anregen, weil, wie wir gesagt haben, nimmt der ab 25 Jahren schon ab. Zornesfalte muss ich immer ganz extrem mitbehandeln. Das ist bei mir ein bisschen stark ausgeprägt, warum auch immer. Und ja, ab 25 nimmt die Kollagenproduktion ab. Und natürlich wird die nicht mehr besser. Also da fangen die Linien und Falten an, sich zu entwickeln. Das kommt natürlich auch immer aufs Gewebe drauf an. Und wie die Hautbeschaffenheit ist, ist natürlich bei jedem unterschiedlich, aber ja, gut. Nasolabialfalte nehmen wir auch mit. Dieses Gerät, also der Galvanic Spa, hat noch weitere Aufsätze. Und zwar gibt es einen, mit dem man das neue Nutriol Serum in das Haar einarbeiten kann, das einfach für volles Haar sorgt. Und dann ist noch ein Aufsatz, den man auch am Körper verwenden kann, wo man die Produkte auch vom Body Galvanic einarbeiten kann. Nur natürlich ist der relativ klein und der Body Galvanic hat eine große Fläche, kann man natürlich nicht vergleichen. Ja, das wäre die Anwendung mit dem Galvanic Spa. Ist wirklich ein Wellness-Erlebnis, mache ich 2 bis 3 Mal pro Woche und es fühlt sich wirklich extrem gut an. Ich wünsche euch was. Tschüssi!